hure unfairer Sauhung. Ja, drängt mich noch auf die Strecke. So ein Wichser. Salut und willkommen bei Speedy Swiss Gaming. Heute gibt es eine neue Folge Project Cars 2. Bevor es losgeht, falls du es noch nicht hast gemacht und du immer wieder meine Videos schaust, ungeschnell gefällt mir gerne. Falls du mich noch nicht abonniert hast, natürlich, würde mich auch immer über einen Kommentar freuen. Der Grund, wieso dass ich jetzt hier das so erzähle, ist, ich habe gemerkt, ich muss ein bisschen mehr Wert darauf legen, meine Videos zu veröffentlichen oder schauen, dass sie ein bisschen bekannter werden. Weil das letzte Video, das ich aufgeladen habe, vom Weltrekord Aston Martin und jetzt auch vom Ferrari, wo ich eigentlich der viertschnellste bin auf der Nordschleife, ist einfach zehnmal angeschaut worden. Und da bin ich ein enttäuscht, ehrlich gesagt, wenn ich mir so 5-6 Stunden Zeit nehme, für so ein Video zu machen. Und darum auch so ein bisschen der Appell an euch, unterstützt mich. Ich probiere das jetzt natürlich selber noch etliches zu ändern, für das es besser wird. Aber natürlich desto mehr, dass ihr mich unterstützt, muss ich dann selber weniger machen für den Kanal. Und dann würde ich sagen, wechsle jetzt gerade ins Spiel. Und zwar möchte ich nämlich heute vom Ferrari Setup testen. Und das Ganze nämlich online, um zu schauen, mit anderen Fahrern zu vergleichen. Ich habe nämlich das Gefühl, denen können wir jetzt noch mehr um die Ohren fahren, als schon mit dem Standard-Setup, sage ich jetzt mal. Und jetzt suchen wir da mal einen Server. Barcelona. Wieso nicht? Wie gesagt, ich habe mich jetzt noch nicht gross eingefahren. Aber ich denke, das machen wir jetzt im Verlauf des Rennen. Schaden ist nur optisch. 10 Runden, Wetter sieht gut aus. Und wir haben keine Boxenstopppflicht, das ist aber noch wichtig. Und wir nehmen hier den Ferrari. Komischerweise hat man jetzt das da irgendwie die Lackierung geändert. So. Ja, gesehen, das Qualifying ist jetzt auch gleich schon vorbei. Das heisst, wir werden wahrscheinlich so ein bisschen auf dem letzten Platz starten. Und dann können wir mal dem ganzen Fahrerchaos zuschauen, was sich da wird entwickeln. Auch wahrscheinlich gerade bei der ersten Kurve wird es sehr chaotisch werden. Ich muss jetzt schnell nochmal in die Lobby gehen. Wir sehen nämlich, wir fahren 10 Runden. Das heisst, ich muss schnell in mein Setup hineinschauen. Da. Da tun wir schnell vielleicht ein bisschen mehr Abtrieb, ganz wenig. Und dann werde ich 13 Runden, können wir sogar ein bisschen weniger mitnehmen, 45 Liter Länge. Ich gehe dann im Schnelldurchlauf schnell durch das Setup durch. Falls ihr die Werte wollt, abschreiben oder was auch immer. Ja, in meinem letzten Video das ganze Setup erklärt. Das ist etwa 4 Stunden gegangen und das werde ich nicht jedes Mal wiederholen. Darum lege ich hier direkt schon los. Da schnell noch ein bisschen Karten einblenden, dass wir alles so ein bisschen sehen. Und starten wir natürlich mit kalten Reifen. Jetzt 14 Leute auf dem Server aktuell. Und ihr seht natürlich, das Setup ist jetzt vielleicht nicht perfekt abgestimmt auf die Strecke. Aber ich denke, es ist immer noch besser, als wenn ich jetzt hier beim Standard-Setup fahren würde. Thank you.
Er tut mir in gewissen Kurven noch ein bisschen sehr untersteuern. Ich hoffe, dass der uns hier vorbeilässt. Aber der will sich hier überhaupt nicht zurückziehen. Der will jetzt auch noch die beste Zeit rausholen. Ich gehe jetzt extra früh am Gas, in Hoffnung. Er verbremst sich. Aber er hat sich jetzt so zurückgezogen. Ja, toll, jetzt haben wir beide das Gleiche im Sinn gehabt. Ich werde dann kurz schnell noch mal ins Setup hineinschauen. Weil da ist es dann wirklich sehr fest am Untersteuern. Mal schauen, was wir da für eine Zeit haben. 1 Minute 47, sind jetzt auf Platz 7 gelandet. Da hier, und ich gehe jetzt schnell noch in die Box. Da haben wir jetzt einfach noch ein bisschen Zeit, da hier das Setup verstellen. Bremskühlschacht ist noch schwierig. Wir bremsen recht viel auf dieser Strecke. Tut es die vielleicht sicherheitshalber auf 40? Vielleicht wäre es nicht nötig, aber sicher nicht schlecht. Vorne ein bisschen Abtrieb mehr, eben gerade, dass wir besser einlenken können. Und bei Aufhängung tue ich den Spurwinkel minus 0,2. Dadurch sollte ich eigentlich auch noch besser durch die Kurve kommen. Kann man jetzt auch noch vorne die Bodenfreiheit ein bisschen absetzen? Ich hoffe, ich verstelle jetzt nicht zu viel. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt das Gefühl habe, was jetzt jemand braucht. Und da gehen wir mal auf 100 speichern, überschreiben, wunderbar. Und jetzt haben wir da schon die letzten paar Sekunden, die ablaufen. Hier seht ihr auch wieder die Nationalität, das stimmt zum Teil einfach nicht wirklich. Okay, jetzt starten wir direkt. Ich dachte, normalerweise muss man sich noch bereit melden, aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Und jetzt seht ihr, wie das Chaos losgeht. Da startet nämlich schon mal der erste nicht, weil er wahrscheinlich noch aufs WC ist oder was weiß ich. Und der Schaden ist ja zum Glück ausgeschaltet. Und davor wird es jetzt auch einen Crash nach dem anderen geben. Die Leute nicht ein bisschen Rücksicht nehmen aufeinander. Sehen wir
neben uns noch einen. Wir müssen da außer Kurve bleiben. Aber wie gesagt, ihr könnt euch hier Zeit lassen. Ich meine, wir haben 10 Runden Zeit. Und dann kann ich die da vorne lang ein bisschen, dass sie lang ein bisschen bekämpfen und ein bisschen wegcrashen. Und dann habe ich dann es einfacher zum Überholen, bös gesagt. Darum in der ersten Runde jetzt wirklich meistens macht es nicht so Sinn, tut man schon extrem attackieren. Natürlich da schön Windschatten. Bremsen da lieber zu früh ab, wie gesagt. Wenn da Crash Center probieren zu vermeiden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das noch ein recht spannendes Rennen wird werden, weil sie sind alle noch gut unterwegs hier. Und es scheint da nicht solche drungen zu haben, die extrem aufs... Oh, Scheiße! Jetzt wollte ich natürlich ausweichen und dadurch bin ich jetzt auf der Strecke gekommen. Das war gar nichts. So, da schauen, da sind niemand im Weg gekommen. Ja, jetzt bin ich auf Platz 10. Mal schauen, wie viele Plätze dass wir da noch gut machen können, bis zum Schluss. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen sehr schade. Ich merke jetzt nämlich auch, dass das jetzt Setup jetzt verstellt. Gerade mit dem mit der Höhe vorne wahrscheinlich kommt man jetzt zack extrem viel schneller rum hinter. Also das ist nicht so ganz perfekt eingestellt. So sind jetzt schon in Runde 3. Ja, da kommt man. Ich weiß nicht, ob es sogar ein bisschen im Differential ist. Aber dort habe ich ja wirklich nicht viel verstellt. Thank you.
der fährt da zum Teil Kurven sehr komisch an, irgendwie völlig im falschen Ort. Aber es reicht mir nie, eine Richtung nicht zu überholen. Ja, das ist scheiße. Da bin ich einfach zu wenig geduldig. Und jetzt hier natürlich einen schönen Windschatten. So, lass mich jetzt vorbei, du Sack. Ja, jetzt habe ich nicht spät bremsen. Scheiße. Wie gesagt, zu wenig Geduld. Dadurch rutschen wir jetzt ja, wieder auf den 10. Platz. Das ist wahnsinnig. Wahnsinnig scheiße ist das. Vielleicht können wir noch so eine beste Rundenzeit rausholen oder so. Da ist einer in die Box gefahren, sehe ich gerade. Ich weiss zwar nicht wieso, weil der Schatten ist ausgeschaltet. Und der Reifenverschleiß wird wohl nicht schon so viel haben, dass er jetzt in die Box muss. Ja, langsam breche ich nämlich die Bremspunkte ein bisschen besser hier von der Strecke. Zwei Sekunden Strafe, okay. Warum auch immer.
So, jetzt starten wir. Ah nein. Runde 8. Ich habe vorher Positionsnummer mit der Rundennummer verwechselt. Und daran habe ich gemeint, es schon die letzte Runde. Okay, der Blatt ist da gar nicht Platz. Ja, jetzt muss er fast. Ups. Okay, jetzt sollte ich wieder eine Strafe bekommen. Leck mir doch am Arsch. So, jetzt starten wir hier schon in die letzte Runde. Okay, beste Rundenzeit, 1.46.9. Geht aber sicher noch besser. Aber nicht so. Wow. Ja, das kann man schon wieder vergessen. Mal schauen, ob der da in der letzten Runde noch Fehler macht, die wir ausnutzen können.
Ah, fick dich, komm schon, Mann. Du eine unfaire Sau. Du eine unfaire Sauhung. Ja, drängt mich noch auf die Strecke. So ein Wichser. So, schon fertig. Ich habe wieder heiß wie am Ohren. Okay, wir sehen jetzt hier, beste Rundenzeit haben wir 1.46.6 gefahren. Und sind eigentlich somit auf der zweitschnellste gesehen. Also zweitschnellste beste Rundenzeit natürlich. Ich weiss, ich habe zweimal einen Crash bauen. Ist nicht so super gesehen. Ist auch mal so. Und ja, das wär's gesehen. Wenn ihr mal noch weitere Wünsche habt für Videos, was auch immer, schreibt mir das in die Kommentare. Und wie gesagt, dickes Like unter lasse ich gerne. Und dann sieht man sich bei der nächsten Folge. Hier seht ihr noch Links zu anderen Videos auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Auf Speedy Swiss Gaming. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.